Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo zusammen. Es ist Samstag, der 10. Februar. Auch an diesem Wochenende haben wir wieder neue Streaming-Tipps für euch. Heute haben wir ein actiongeladenes Programm. Los geht's mit einem Action-Klassiker mit Tom Cruise in der Hauptrolle. In dem 7. Mission Impossible-Film Mission Impossible Dead Reckoning stehen Ethan Hunt und sein Team vor einer schwierigen Mission. Denn es gibt eine neuartige Waffe, die die gesamte Menschheit vernichten könnte. Es handelt sich um eine künstliche Intelligenz. Nicht nur Kriminelle, sondern auch zahlreiche Regierungen wollen sie in ihre Hände bekommen. Doch Ethan und sein Team wollen es nicht so weit kommen lassen. Mit dieser Mission macht sich Ethan viele Feinde und begibt sich damit in große Gefahr. Hören Sie mir zu. Die Welt wird Jagd auf Sie machen. Sein Schicksal steht fest. Sollen wir auch Ihres festlegen? Wenn Sie ihnen auch nur ein Haar kommen, sind Sie nirgendwo auf der Welt vor mir sicher. Das steht fest. Um das KI-Wesen zu zerstören, muss Ethan in den Besitz von zwei Schlüsseln kommen. Einer dieser Schlüssel fällt in die Hände der Diebin Grace. Die weiß allerdings noch nicht, worauf sie sich damit eingelassen hat. Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1 könnt ihr ab heute bei Paramount Plus gucken. Der zweite Teil soll im Mai 2025 in die Kinos kommen. Auch in unserem nächsten Film gibt es viel Action, diesmal mit einer weiblichen Hauptrolle. In Mercy geht es um die Ärztin Michelle. In ihrem Krankenhaus kommt es eines Tages zu einer Geiselnahme. Ein Verbrecherclan nimmt nicht nur das Krankenhauspersonal, sondern auch die Patientinnen in Gefangenschaft. Unter den Gefangenen sind auch mehrere von Michelles Freundinnen und Kolleginnen und ihr Sohn Bobby. Was die Verbrecher nicht wissen, Michelle ist ehemalige Elitesoldatin. Skills from a past life. We got some help on the inside. Captain Michelle Miller, Purple Heart, 3-time Gold Star. Let's do everything we can to help that soldier. You're searching for Ryan, and they are not going to stop. Ryan, this family's going down, whether you like it or not. I had an agreement. She was just going to hand Ryan back. She's working for the feds. Der Grund für die Geiselnahme ist der Sohn des Clanbosses. Er wurde vom FBI verhaftet. Bevor er seine Haftstrafe absitzen muss, wurde er allerdings zur medizinischen Versorgung in die Klinik gebracht. Der Clan will die Geiseln dazu nutzen, um die Freilassung des Sohns zu erpressen. Ihr könnt Mercy jetzt bei Wow streamen. Auch unser letzter Tipp kommt aus dem Action-Genre. Appleseed Alpha ist ein CGI-Film aus Japan. Es geht um die junge Soldatin Junin, die zusammen mit ihrem Cyborg-Partner durch das vom Dritten Weltkrieg zerstörte New York streift. Jeden Tag müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Ihre einzige Hoffnung heißt Olympus. Olympus soll eine Stadt sein, in der man auch nach der Apokalypse angeblich noch gut leben kann. Ohne etwas wie Olympus wird die Menschheit scheitern. Könnt ihr uns helfen? Wir müssen eine Entscheidung treffen und wir suchen weiter. Na dann los. Wir haben nur diese eine Chance. Wir bringen es zu Ende. Junin und ihr Cyborg-Partner treffen auf ein Mädchen, das auf einer geheimen Mission ist. Sie hat den Schlüssel zur Rettung der Menschheit. Doch es gibt auch dunkle Mächte, die es auf diesen Schlüssel abgesehen haben. Die beiden versuchen, das Mädchen um jeden Preis vor ihnen zu schützen. Schließlich sind sie die letzte Hoffnung für die Menschheit. Ihr könnt Appleseed Alpha jetzt bei Netflix gucken. Das waren unsere Streaming-Tipps für heute. Wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann folgt oder abonniert uns kostenlos in eurer Podcast-App. Und empfehlt uns auch gerne weiter an andere Streaming-begeisterte Personen. Die Tipps für heute hat Jonas Nikolik rausgesucht. Audioproduktion Stanley Baldauf. Ich bin Anja Bolle. Wenn ihr mögt, dann bis morgen. Wir hören uns. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.